Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers und Leute beim besten Willen. Warum zur Hölle haben wir denn so untertrieben? Wir hätten doch von vornherein einen fetten Reaktor hier ransetzen können. Ja, habe ich mal gemacht. Und ich habe die Düsen halt jetzt hier oben drauf gebaut, weil wir den Anschlussport nachher unten ransetzen werden. Daher sollte das an sich kein Problem sein. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Halt, wie viel Uran haben wir drin, ne? Hier. Ach, siehst du, das sollte reichen, denke ich mal. Das Erste, was wir jetzt tun werden, ist Wasser suchen, in der Hoffnung, dass wir da überhaupt ankommen. Wir haben hier den Waypoint, ja. Oh, nein, Moment. Wir können noch nicht los. Wir brauchen erstmal noch eine Boje. Ohne die wäre das ziemlich blöd, glaube ich. Wo setzen wir das Ding mal hin? Ach, wir müssten auch noch einen Erdsensor anbauen, ne? Das habe ich ja ganz verdrängt. Aber hier kommt jetzt erstmal irgendwo eine Boje hin. Ich vermute mal hier hinten drauf so. Und ich habe keine Stahlplatten, um das Ding zu platzieren. Okay. Wir brauchen sowieso noch ein paar andere Sachen. Ja. Zack, 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 zack. Zack. Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht reicht das ja. Wir werden das gleich sehen. Ne, ich wollte das hinten drauf bauen, genau. Machen wir direkt an den Sitz ran. Das sollte gehen. Und anscheinend habe ich alles erwischt. Des Weiteren bauen wir nochmal schnell einen Sensor ran für die ganze Erzgeschichte, genau. Aber dieser Sensor, der kommt nicht daran, sondern der Kollege kommt nicht hier vorne ran, weil da schon... Doch, das geht. Ja, ist aber eher semi-optimal, ne? Wegen der Fernsteuerung. Warte. Ich habe eine Idee. Ah, da war es gerade. Ja, zur Not auch so. Passt schon. Ich muss unbedingt mit dem Jetpack aufpassen. Wir haben nur noch 56% und das war's dann. Gut, wir brauchen noch eine Sensorkomponente. Ich denke, die sollten wir finden. Und dann können wir endlich loslegen. Genau, Sensorkomponente, zack. Den Rest können wir... Ach, machen wir gleich. Ich muss sowieso nochmal rüber. So, und fertig ist die Kiste. Ich bin jetzt gespannt, wie weit wir damit kommen. Ohne Witz. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall Eis brauchen. So, Rinder. Jetzt muss ich nochmal eben die Boje umbenennen. Und das Ding nennen wir... Farmer. Muha. Gut, jetzt bin ich gespannt. Wir gehen in die Fernsteuerung rein, sagen Steuerung, jo. Wir bleiben da Treibstoff 3 Stunden nur. Und vor allem, was passiert, wenn ich die Triebwerke anmache? Immer noch 3, okay, dann entriegeln wir den ganzen Shit. Jawohl, wir fliegen. Und wir haben anscheinend Treibstoffreste da. Also... Was übrig bleibt, meine ich. Wenn auch nur für eine Stunde. Aber Leute, wir fliegen. Wir fliegen, verdammt nochmal. Das ist so geil. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin, ehrlich gesagt. Doch. Wir wollten sowieso diesen verdammten See finden, ne? Auf geht's. Das muss irgendwo in dieser Richtung gewesen sein. Weil von hinter uns sind wir irgendwie angekommen. Also hier in diesem Bereich muss es irgendwo sein. Wir sind hier auf so einem Plateau. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich werde dieses Plateau einmal umfliegen. Da muss dieser verdammte See irgendwo sein. Weil hier oben auf dem Berg sehe ich auch kein Eis, dummerweise. Wir sollten eventuell nochmal ein paar Links-Rechts-Thruster einbauen. Aber das können wir später immer noch tun. Und ich bin so froh, dass das Ding fliegt, ey. Ohne Witz. Das ist mega geil gerade. Ja, die Links-Rechts-Steuerung ist echt ein bisschen schade. Da ist mir gerade kein besseres Wort eingefallen. Nee, ist einfach schlecht, sagen wir das mal so. Ich meine, das Ding driftet halt gerne, ne? So, hier muss irgendwo dieser verdammte See sein. Diese Eisfläche, whatever. Und wir werden mit der Kiste auf jeden Fall dicke Löcher reißen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir können uns hier noch eine Stunde fortbewegen. Ich finde das super. Ey, das ist so geil.
Aber wo zur Hölle war denn der See? Da hinten ist die Base. Es muss irgendwo in diesem Bereich da hinten jetzt gewesen sein. Ich hab das doch gesehen von oben. Aber hier sind wir, glaube ich, schon zu weit. Oder? Was ist denn da hinten? Also da meine ich. Wir flattern da mal noch ein bisschen hin. Ich sag mal so, wir haben ja genügend Treibstoff noch da. Ist das etwa ein See? Ich meine, ich weiß es nicht, aber das sieht irgendwie anders aus, ne? Übrigens, mal nebenbei bemerkt, ich habe jetzt gerade an einem Tag die 13. Folge am Stück aufgenommen. Ich denke mal, danach ist Schicht im Schacht. Das sollte eigentlich bis in den Januar hinein reichen. Und wenn ich jetzt noch mehr aufnehme, habe ich gar keine Chance mehr auf Kommentare einzugehen. Und das möchte ich ganz gerne dann schon tun. Also daher muss ich mich gleich mal ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht noch eine Aufnahme starte. Aber Ziel für heute ist es jetzt erstmal, wir finden Eis. Das ist das Ziel. Und entweder ist es hier eine Wüste vor... Ja, es ist eine Wüste. Shit. Also kein Eis. Komm, gib mal ein bisschen Gas hier in die Richtung. Ja, das Ding ist nicht so krass mobil, ne? Beschleunigungsmäßig lässt es zu wünschen übrig. Und die Links- und Rechtsbeschleunigung geht gar nicht. Also das ist da kaum zu bremsen, wenn es da einmal in Schwung ist. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausbessern. Aber ich sag mal so, die Kiste ist eigentlich zum Erzabbauen da. Das heißt, die meiste Zeit wird sich das Ding in einer solchen Position befinden. Und da haben wir auf jeden Fall genügend Schubkraft. So, wir fliegen wieder Richtung Plateau zurück. Wir sind gerade 10 Kilometer vom Lander entfernt. So weit wären wir noch nie von zu Hause weg. Oh mein Gott. Und hier sehen wir schon die nächsten Erzadern. Ich weiß nicht, sollten wir da vielleicht mal reingucken, was wir da haben? Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Bin mir nur nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir gucken mal. Das meine ich mit Links-Rechts-Bewegung und so. Es hält einfach kaum an. Sind wahrscheinlich noch sau hoch, ne? Kann das sein? Ja. Ach so, da fällt mir gerade ein. Dumm. Ah, hier, Bohrer, genau. Ah ja, läuft. Hier ist Magnesium und Silizium. Okay, warte, ich muss sofort GPS-Koordinaten setzen. Magnesium. Silizium. Das ist schon mal richtig nice. Vielleicht nehmen wir davon auch gleich ein bisschen was mit. Was soll der Geiz? Uran ist da auch noch. Jawohl. Ich will da jetzt rein, Junge. Komm. Hä? Was ist das Problem gerade? Ah, jetzt. Wir brauchen mehr Seitwärtsschub. Na komm. Ja, wir brauchen definitiv mehr von diesem Seitwärtsschub. Aber ich hatte da gerade noch Uran gesehen. Das mit dem Farm lassen wir. Wir müssen erstmal die Karre dann doch noch ein bisschen pimpen. Magnesium, Silizium. Uran anscheinend auch noch. Sonst... Oh, ja, genau das meinte ich mit seitwärts. Da müssen wir mehr Stabilität machen nachher. Aber kriegen wir jetzt gerade nicht besser hin. So. Ich wollte ja eigentlich Eis holen, aber das ist gut, dass wir da waren. Dann wissen wir schon mal, wo Silizium und Magnesium und so ist. Ist eine feine Sache. Und ja, wir müssen definitiv links und rechts mehr Stabilität reinbringen, weil so... Nein, beim besten Willen, das funktioniert nicht. So, und jetzt sag mal bitte, dass da ein See ist. Na toll. Wir müssen doch noch ein Gebirge suchen, wenn das so weitergeht, ne?
Ja, da hinten ist der Lander. Ja, ich denke, wir brauchen pro Schubrichtung noch zwei weitere Düsen. Dann sollte das einigermaßen stabil laufen, das Ding. Aber egal, wir flattern hier erstmal eine Runde rum. Wir haben immer noch genügend Sprit anscheinend. Das ist voll geil, ich bin so froh, dass das Ding funktioniert, ne? Klar, den Planeten können wir damit auf keinen Fall verlassen. Das will ich aber auch gar nicht. Ich möchte mal gucken, was sich hier hinter befindet. Wir können ja auch mal ein bisschen weiter nach oben fliegen. Was wäre denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte zurückfliegen? Weil nach unten hin haben wir ja den meisten Schub. Guck mal, das geht richtig ab. Oh ja. Wäre ich da mal vorher drauf gekommen. So. Da! Siehst du? Einfach mal nach oben und sich einen Überblick verschaffen. Und schon läuft das. Und das ist auf jeden Fall der See. Wenn es denn einer ist, aber ich denke schon. Den ich beim Landeanflug gesehen habe. Das muss der sein. Aber dann ist er auf jeden Fall doch noch weiter weg, als ich eigentlich gedacht habe. Oh, hier sind wieder so viele Erzvorkommen. Nice. Also wir werden keine Probleme mehr in Zukunft bekommen, glaube ich. Aber ich gönne mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Eis, würde ich sagen. Warte mal kurz. Inventar. Warum geben die das denn nicht weiter? Okay, kann man nicht entfernen. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Da müssen wir nochmal bei. Keine Ahnung, warum die Förderbänder vorne nicht funktionieren. Aber die sollten das eigentlich in den Frachtcontainer buxieren. Naja, mal sehen. Hier beim Eis sehen wir auch diese Verfärbung. Also auch da befinden sich anscheinend Rohstoffe, genauso wie hier vorne vermutlich auch. Naja, mal sehen. Fakt ist, ich möchte jetzt Eis haben. So. Man kann die Höhe sau schlecht einschätzen, ehrlich gesagt. Ah, da kommt ein Schatten. Das ist immer viel wert. Eis, welch Wunder. Und zack. Ich gönne mir einfach mal was hier. Wir brauchen sowieso ein bisschen was. Allein, dass wir so einen kleinen Vorrat haben, ist eine feine Geschichte dann. Dann kriegen wir nämlich so schnell wieder keine Probleme. Ich denke, wir ziehen hier so eine kleine Spur durch, weil ich möchte nicht so stark links und links und rechts kippen. Weil, wie wir erst festgestellt haben, sind wir in der Hinsicht noch nicht so stabil, was die Schubdüsen angeht. Was haben wir jetzt? Hui! Also damit kommen wir echt gut hin. Ich mache noch ein bisschen mehr. Die Bohrer sind sowieso gleich voll. Wie gesagt, wir müssen noch mal gucken, warum der ganze Kram nicht in diese großen Frachtcontainer geleitet wird. Vielleicht geht das einfach nicht, dass sie, Hallo? Ah, jetzt. Dass die einfach sagen, hier, pass auf, die Kiste ist zu schwer. LOL. Dass die einfach nicht möchten, dass sie von zwei Quellen in eine Quelle gehen, keine Ahnung. Aber wir sind zu schwer. Ich krieg den Arsch nicht hoch, Leute. Was wir machen können, ist so rumfliegen. Scheiße. Ist das stumpf. Okay, wir sollten ganz schnell wieder zusehen, dass wir nach Hause kommen. Und ich werde dazu mal eben schnell ein bisschen Schwung aufnehmen hier. Beziehungsweise Höhe gewinnen. Ich drehe mich dabei auch in die Richtung, sodass wir so schon mal so langsam Geschwindigkeit in Richtung Basis aufnehmen. Der Landeanflug wird die Hölle. Wobei das geht. Wir sind tatsächlich zu schwer geworden mit dem Scheiß. Da kann man nur sagen, zum Glück sind die ganzen Dinger nicht in einem großen Frachtcontainer gelandet, sonst hätten wir noch ein dickeres Problem. Ach du Kacke, ey. Ist das übel.
Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin, schätze ich mal. Wird ein interessanter Flug. Ich sollte vielleicht schon wieder so rumfliegen. Ja, scheint zu gehen. So gewinnen wir wenigstens wieder Höhe. Und ich drücke die Kiste gleichzeitig nochmal eben in Richtung Base. Oh Mann. So, fliegen wir halt rückwärts. Ist ja auch kein Thema. Ist mal was anderes. Wir müssen dahin. Erstmal das falsche Ziel angepeilt. Läuft bei uns. So, wie schaut's aus? Ich meine, bremstechnisch sollten wir keine Probleme haben, weil wir haben ja vorne ordentlich Schub. Trotzdem ist das echt ein bisschen mies, ey. Das ist krass. Okay, ich sag mal so, vielleicht hänge ich doch noch eine Folge dran, damit wir wenigstens das Problem beheben können. Oh, wow, wow. Komm schon. Jetzt krach mir da bitte nirgendwo rein. Das wäre jetzt die Härte. Nee, 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 nee. Warte, so müssen wir längs. Genau. Ich glaube, das schaut gut aus. Wie gesagt, bremsen können wir ja. Aber die Landung könnte gleich trotzdem ein wenig wehtun. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, wir haben so einen Wrack produziert. Aber das ist ziemlich Wayne, ehrlich gesagt. Wir haben sowieso erstmal jetzt genügend Scheiß. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Keine Ahnung, wir waren auch gar nicht mehr so schnell eigentlich. Aber okay, scheiß drauf. Ich werde jetzt mal eben hier die ganzen Geschichten rausnehmen. Und zumindest das Eismäßig. Ja, wir sind voll. Nice. Ja, finde ich richtig geil. Ohne Witz. So, gehen wir zur Guffelbase und zum Guffelauto, dann passt das. Ja. Das heißt, wir werden keine Fehler beheben an der Kiste. Ich werde gleich den Kram abbauen und ein neues Ding bauen. Ist mir egal, weißt du, scheiß drauf. So, Eisen kommt, ja, Eisen genau. Eis kommt da rein. Dann hat der auf jeden Fall wieder was zu tun. Und dann können wir doch noch ein paar Folgen machen, wo ich ein neues Gerät baue. Coole Sache. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.